Milchpreise. Ich jedenfalls habe es satt, Milch zu Dumpingpreisen zu produzieren, was zu nichts anderes führt, als hier bäuerliche Existenzen zu vernichten und in den Ländern des Südens Märkte zu zerstören und letztendlich den Hunger in die Welt zu exportieren. Wir dürfen dieses, was lange mit mühseliger Handarbeit von unseren Vätern erwirtschaftet wurde, nicht den multinationalen Konzernen, den Banken und der Industrie überlassen. Das ist eine Schande der Politik, wenn sie diese industriellen und multinationalen Konzerne unterstützen. Das ist strafrechtlich, das muss verboten werden. Wir Milchbauern, wir wollen von unserem Produkt, was wir herstellen, einen vernünftigen, einen kostendeckenden Preis mit einer gerechten Entlohnung erhalten. Und dann anschließend brauchen wir keine Subventionen mehr. Weil Subventionen sind Steuergelder. Und das Schlimmste dabei ist, da wird es ja noch für Exportsubventionen, das heißt Milch, die nach Afrika zum Beispiel exportiert wird, wird mit Subventionen von der EU nach Afrika zu Dumpingpreisen verkauft. Dort ist der kleine afrikanische Bauer, der 3-4 Kühe hat, ist nicht mehr konkurrenzfähig, weil wir europäisches Milchpulver zu Dumpingpreisen nach Afrika hinschippern. Also welchen Sinn macht es hier in Europa, Milch mit Dumpingpreisen herzustellen, wo wir Bauern nicht von leben können und gleichzeitig in Afrika ja, die kleinen bäuerlichen Strukturen, die da sind, die werden auch noch zerstört. Ich will Ihnen sagen, auf die Frage Vollkostendeckung ja oder nein, ganz klar ja. Sie sind Unternehmer und ich denke, als Unternehmer haben Sie einfach ein Recht, am Ende zu schauen, dass Ihr Portemonnaie stimmt. Diese Milchindustrie wird keinen Preis über 35 Cent auszahlen. Warum? Weil sie mit einem Preis über 35 Cent nicht auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind. Das ist ihr Maßstab. Das muss man wissen. Wir geben unsere Milch ab. Morgens kommt der Tankwagen, holt sie. Und nach 6 Wochen erst bekomme ich Bescheid, was ich für meine Milch bekomme. Und ob die jetzt sagen, ich bekomme 30 Cent oder 28 Cent, da habe ich muss das nehmen, was sie mir geben. Für mich ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass die Vollkostendeckung her muss. Es geht gar nicht anders. Wir reden immer von Markt und Marktwirtschaft. Kein Unternehmer, niemand kann seine Waren unter Preis verkaufen und draufzahlen. Dann ist es keine Marktwirtschaft. Es geht einfach nicht anders. Ich glaube persönlich nicht daran, dass wir politisch geregelt diese Übermengen in den Griff bekommen. Wir haben seit 1984 das Quotensystem und sind wir mal ehrlich, wer war jemals mit diesem Quotensystem glücklich und wer glaubt daran, dass die Politik mit politischen Regelungen eine Mengensteuerung hinbekommt? Ich glaube nicht, dass die Lösung in den Vollkosten liegt. Unsere Forderung von unserem europäischen Verband, vom European Milk Board, wir wollen eine europäische Monitoringstelle installieren. Was ist das? Eine Regulierungsbehörde. Wir wollen eine Marktregulierung, Marktmechanismen haben, Angebot und Nachfrage anpassen. Und dann können wir einen kostendeckenden Preis für unser Produkt erwirtschaften. Und die EU kann sich ihre ganzen Subventionen behalten. Und da gibt es ganz sicher viel interessantere Projekte, wo man dieses Geld verwenden könnte. Sie haben einen Anspruch auf gerechte Löhne, aber diese Löhne auch zu erzielen, bedeutet, dass die Gesellschaft ihre Arbeitsleistungen auch entsprechend anerkennt. Und ich finde, dass Ministerin Aigner einen sehr guten Aufschlag gemacht hat mit der Charta. Okay. Die Toleranz ist nicht so ganz groß, aber ich bin nicht fachlich daneben, sondern ich sage Ihnen auch Dinge, die in den 5 Jahren tragen werden und die vielleicht Ihnen im Augenblick gefallen. Der Dialog mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Frau Aigner angefangen hat, ist ein erster Schritt, in dieser Gesellschaft zu einem Mehr an Miteinander zu kommen. Mit einem Gegeneinander werden Sie keine besseren Preise erzielen. Frau Habach-Kassan, ich denke, da haben wir heute Vormittag am Bahnhof
vom Bundeskanzleramt gut gearbeitet mit der Gesellschaft, zusammen auf die Probleme hingewiesen. Ich glaube, wir kommen wieder in diese Strukturen zurück wie im Mittelalter, wo irgendwelche reichen Leute, wir nennen, lasst uns sie mal Industrielle nehmen, die ihre Schlösser, es sind zwar heute keine Schlösser mehr, die ihre Schlösser aufgebaut haben, denen gehören die Fabriken, jetzt sind sie dabei, die Felder, das Land aufzukaufen. Und der nächste Schritt, was man mittlerweile hört, auch schon, sind sie dabei, die Wasserquellen aufzukaufen, auch in Europa oder sei es sogar in Afrika. Und die Energie haben sie schon unter Kontrolle. Wenn sie die Energie unter Kontrolle haben, haben die Nahrungsmittel unter Kontrolle und haben hinterher auch noch das Wasser unter Kontrolle. Es ist fast, man kann es fast vergleichen mit dem richtigen Krieg, nur auf einem ganz anderen Niveau. Uns hilft mehr Markt, uns hilft nicht mehr Politik, uns hilft nicht mehr Bürokratie. Diese Weltmarktorientierung, die hat dazu geführt, dass wir Weltmarktpreisniveau einfach auch schlucken müssen. Und das Ganze wird ausgeglichen, und deshalb sind wir uns in der Analyse auch einig, dadurch, dass man die Bauern ruhig stellt mit Direktzahlung. Das kann es aber am Ende nicht sein. Wir haben eine sich ändernde Welt, und zu dieser Welt gehört, das geht an die Frage auch, dass wir eine stärkere Globalisierung haben. Ich sage eben nicht Weltmarkt, sondern ich sage Wochenmarkt ist mein Ziel. Und ich sage nicht, möglichst billig muss alles produziert werden, damit irgendwelche bestimmten Leute hohe Profite einstreichen. Unsere Milchbauern sind wettbewerbsfähig. Vor was haben Sie Angst, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich glaube, der Mann heute, der weiß ganz genau, wovon wir redeten. Aber die Politiker haben einen dermaßen hohen Druck und sind nicht mehr frei in ihren Entscheidungen. Dass es Demonstrationen gibt, beispielsweise gegen größere Betriebe. Aber ganz ehrlich, an der Spitze einer solchen Demonstration gegen einen größeren Stall, steht da ein CDU-Mann, steht da eine FDP-Frau? Nein! Diese Demonstrationen kommen nicht aus der bürgerlichen Gesellschaft. Es sind andere. Nein, sie kommen nicht. Und wer hat denn eingeladen zur Demonstration vor dem Brandenburger Tor? Sollte man sich... Ihr? Okay. Dann habt ihr gegen eure eigenen Interessen eingeladen. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Und diese Konzerne haben mittlerweile solche Macht über die Politiker, dass diese Politiker nicht mehr die Interessen der Bürger, weil es geht ja um die Bürger, es geht ja nicht nur um uns Milchbauern, dass die Interessen wirklich der Industrie, dieser Konzerne, die riesen Profite machen, die vertreten diese Interessen und nicht mehr die Interessen der Bürger. Wir haben Visionen, wir haben klare, konkrete Konzepte, wie es umzusetzen ist. Wir sind nicht mehr diese dummen Bauern, denen man irgendwelchen jeden Mist verklickern kann. Jammert nicht über den eigenen Berufsstand. Ihr habt diesen Beruf gewählt, es ist einer der schönsten der Welt. Und man hat es ja heute noch mal ganz klar gehört, der Mann wollte nichts wissen von Kostendeckungspreisen, von Marktregulierungsmechanismen. Nein, die Bauern sollen Milch produzieren, Höfe bauen mit 300, mit 500 Kühen und Gas geben. Und dass Sie noch einmal darüber nachdenken, wie Sie mit Ihren letzten Verbündeten aus dem Berufsstand umgehen. Will ich hier in den Raum stellen, da dürfen Sie pfeifen, Sie wird mich keiner angreifen, bin 1,90 Meter groß und habe 100 Kilo, aber so geht man eigentlich nicht miteinander um. Ich finde das schlimm. Ich finde das schlimm, wie Sie mit einem Landwirt umgehen, der im Bundestag sich massiv für Ihre Interessen einsetzt. Wenn diese Politiker dann natürlich auf einmal so hart von diesen Bauern angegriffen worden werden, da haben sie natürlich ein Problem mit. Aber sie sitzen nicht mehr irgendwelchen ungebildeten Deppen von Bauern gegenüber. Und da können sie momentan nicht mit umgehen. Und mit jedem Schritt, den wir weitermachen, verlieren wir uns ein bisschen Respekt und Glaubwürdigkeit, sei es bei den Verbrauchern, aber sei es auch bei diesen Politikern, die Verantwortung haben. Und wenn sie das nicht einsehen, dann müssen diese Politiker, egal welcher Partei, das ist uns im Endeffekt egal, dann müssen diese Politiker von allen, von der Bevölkerung abgewählt werden. Diese Macht haben wir.
Das ist Demokratie. Wir sind hier und wir machen Druck für bäuerliche Landwirtschaft, für gutes Essen. Schluss mit der Agrarindustrie, Schluss mit der Massentierhaltung. Wir haben es satt! Wir haben es satt! Wir haben es satt!